Sprich mit Hiro, sobald du bereit bist. Ja. Ich speichere erstmal. So. Also ich muss ja sagen, ich fühle mich also gar nicht bereit. Was auch immer jetzt kommt, ich habe das Gefühl, ich muss erstmal das klassische Königreich spielen. Gucken wir mal das hier. Im Land der Riesen. Weiche den Angriffen des Riesen aus und fliehe. Schritt 1. Nutze den Löffel, um auf den Tisch zu springen. Lauf rüber zum Vorhang und öffne ihn mit X. Schritt 2. Lauf rüber zum Pfefferstreuer und schüttle ihn mit X. Das bringt den Riesen zum Niesen. Springe dann auf den Kerzenhalter. Schritt 3. Drücke X, um von Kerze zu Kerze zu springen. Erreiche das Fenster, wo Mickey und die Freiheit auf dich warten. Okay. Aha. Das ist halt wirklich wie Game & Watch. Das ist schon cool. Okay. Wie komme ich denn auf den Kerzenständer? Ich muss doch, glaube ich, erstmal den Vorhang machen, ne? Okay. Genau. Au. Ja. Okay, ich hab's verstanden. Aha. Verdammt. Bin runtergefallen. Oh. Er bewegt seine Hand nach rechts. Das habe ich gar nicht mit dir gekriegt. So. Nein. Okay. Auch nicht. Immer noch zu früh. Das Timing passt halt gerade so überhaupt nicht. Okay, geschafft. Yay! Was war mein letztes Leben? Moment. Ach, hier ist eine schwere Version, Stage 2. Okay. Und geschafft. Gut. So. Erstmal auf die Hand warten. Halt nicht. So. Und geschafft. Wie viele Level hat das? Stage 4. Okay. Gut. Nein. Und auch das geschafft. Das war scheiße. Mein letztes Leben, oder? Ja? Fängt's wieder von Level 1 an. Bringt das mir irgendwas? Ich lese. Mist. Wie viele Stitches hat dieses Spiel? Das ist halt die Frage. Ansonsten. Ach, damit.
hab's eilig. So. Okay. Gerade asynchron das Timing. Gut, dann sind wir wieder bei Stage 3. Bin ich eigentlich bei der Tasse immer sicher? Ich glaube schon. Okay. Ich glaube, zur Tasse schlägt er niemals. So, warten wir mal kurz. So. Ne. Okay. Und geschafft. Ja, Stage 5. Okay. Ne. Und das war das fünfte Stage. Wie viele gibt's noch? 6. Okay. Okay. Das war die 6. Also wenn es 10 Stages gibt, dann hab ich noch ein bisschen vorm. Vor mir. Auf jeden Fall natürlich schon deutlich schwieriger. Gut. Gut. Es ist so lange her, dass ich sowas wie Game & Watch gespielt habe. Ja, ich habe die damals tatsächlich gespielt. Zumindest ein paar. Heutzutage kennt das ja kaum noch einer. So. Okay. Ja. Das war Stage 8. Also solange seine Füße nicht nach seitwärts bewegt, mich eigentlich relativ safe, was das angeht. So. So, jetzt Eisen und... Ah, das Timing ist jetzt schon deutlich schwieriger. Geschafft. Okay. Stage 10. Und sind im Grunde schon wieder fast durch. Und sind durch. Es geht weiter. Oh Mann. Hat das jemals ein Ende? Ich frage mich wirklich, ob mir das was bringt. Irgendwie ist auch das Gefühl, dass es jetzt wieder leichter war. Ah. Okay. Es würde sein, dass es sich irgendwie langsamer bewegt. Ich habe keine Ahnung. Wirkt halt jetzt gerade wieder, als wenn es von vorne losgehen würde, von der Schwierigkeit her.
Okay. Dip, dip, dip. Ich frag mich halt wirklich, gibt es irgendeine Belohnung dafür, dass ich das jetzt hier mache? Und falls ja, wie viel muss ich schaffen? Okay, jetzt bin ich versehentlich zu weit gelaufen. Okay. Beenden. Okay, das habe ich anscheinend geschafft. Muskelgedächtnis, aha. Runde 14. Okay. Und gut, spielen wir einfach mal was anderes noch. So, was haben wir hier? Mähe den Rasen wie ein Profigärtner. Du kannst dich immer ein Feld vorwärts bewegen, dabei aber nicht über Felder mit Steinen oder Tieren oder Felder, die du bereits gemäht hast, gehen. In späteren Runden musst du zweimal über manche Felder gehen, damit sie vollständig gemäht sind. Du weißt nicht weiter, drücke Kreis, um ein Feld zurückzusetzen. Oder X, um die Runde nochmal von vorne zu beginnen. Okay. Alles klar. Geschafft. Das war easy. Ah, hier ein Zeitlimit. Oh, Pluto. Verfolgt mich. Ist das schlecht? Okay. Das war auch noch easy. okay. Ja. Jetzt ist das ziemlich einfach. So. Das war falsch. Okay, wir fangen hier links an. Nein. So. Okay, so und dann so. Ha. So, okay. Nee, es wird nichts. Kein Fall. Oh, jetzt haben die mich eingekesselt. So. Oh, komm schon, Pluto. Wär doch nicht so nervig. Okay. Hä? Wieso kann ich nicht zurückgehen? Okay, ich glaube, ich muss das noch weiter zurückspulen. Ich habe irgendwas komplett verkackt. So.
Nein. So kann schon nicht klappen. Okay. Nein. So. Das klappt auch nicht. Verdammt. Nein. Erst unten. So, dann da, dann da. Ne, dann bleibt ja wieder der eine übrig. Ah, dammit, ich schaff's nicht. So. Ne. Katze ist im Weg. So kann ich es auch nicht mähen. Okay, versuchen wir es so. Nee. Ich muss den hier mitnehmen. Dann komme ich nicht mehr daran. Ah! Okay. Nee. So. Hey, weil kann ich denn nicht weitermachen, wenn das links noch nicht funktioniert? Bin gleich tot. So. Probieren wir es halt so. Ah, das hat geklappt. Eieiei. Okay. Ich habe jetzt aber kaum noch Zeit, um dieses Level zu lösen. Wenn es ziemlich einfach aussieht. Ich wusste, es gibt irgendeinen Haken. So, okay, geschafft. Gut. Ah, das war easy. Nein. Nein. Es wird nichts. Nein, es wird auch nichts. Okay, fangen wir mal so an. Nee. Okay. Nee. Bin gleich am Ende.
Ja, Zeit aus. Gut. Beenden. Oh, habe ich das auch mal gespielt? Wie viel habe ich denn noch? R2 für weiter. Ah, okay. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 Spiele habe ich noch. Das kann ja noch dauern. Probieren wir mal noch eins. Danach ist aber Schluss erstmal. Danach machen wir erstmal weiter mit Kingdom Hearts. Ich hätte gedacht, dass sie ein bisschen spannender sind. Irgendwelche Belohnungen oder sowas. Befördere die Fahrgäste an ihr Ziel. Fahre zu den Markierungen auf der Karte, Map, und nimm die Gäste auf, um sie dann zu den Fahnen zu befördern, welche ihre Zielorte darstellen. Pass auf, keine anderen Autos zu rammen. Sie sind auf der Karte mit X markiert. Fahnen und Hindernisse rammen verbraucht Benzin. Mhm. Aber du erhältst etwas Benzin zurück, sobald du einen Fahrgast abgeliefert hast. Beförderst du zu viele Fahrgäste auf einmal, wirst du langsamer. Behalte aber daher deine Fahrten im Auge. Okay. Aha. Gut. Ach, das Ziel ist so rechts. Gut. Das war Stage 1. Okay, hier ist auf jeden Fall. Und gleich mal abgeliefert. Okay. Ist jetzt nicht so schwierig bis jetzt gewesen, aber das wird garantiert noch schlimmer. Siehst du, wir sind schon 3 Fahrgäste. Okay. Ach, da oben wäre es gewesen. Der will jetzt ganz nach links, okay. Okay. Na, jetzt sind schon zu vierer. Bis jetzt jedes Mal einer mehr. Also für den Weg hätte es jetzt kein Taxi gebraucht. Hallo Donald. Donald will ganz nach unten. Nehme 2 mit. Okay. Dann haben wir beide erledigt. Mein Benzin wird nicht aufgefrischt, oder was? So, da bist du am Ziel. Wenn ich das richtig sehe, ist da links ein Auto. Das X auf der Karte. Also wird es jetzt schwieriger. Okay, es wäre besser, wenn ich versuche, beide mitzunehmen. Gut, einer abgeliefert. 2 abgeliefert. Okay. Oh, Donald will sonst wohin. Okay. Das wäre erledigt. Jetzt kommen da oben wieder welche. Du willst dann nach unten. Du willst ganz in die Nähe. Ich liebe von denen jetzt erstmal ab. Dann holen wir jetzt erstmal Donald höchstwahrscheinlich. Ja. Mist.
habe aber offensichtlich noch Chancen. So, oh, ist nur einer. Aber dafür zwei Autos. Und der ist natürlich ganz am anderen Ende der Stadt. Oh, und eine Ölfleck. Okay. Das war easy. Dann hätten wir dich noch. Du willst ganz nach links, okay. Kannst du haben. Wenn die Stadt sehr blöd gebaut ist, man kommt dann nicht so schnell hin. So. Nach unten. Bin ich aber schon dahin gefahren. Jetzt fahre ich den noch zu Ende. Okay. Ein Raser bin ich ausgewichen. Gut. Okay, der fährt da lang. Fährt auch da lang. So, hallo Donald. Gut. Ach du Scheiße, jetzt sind es ganz viele. Oh, du bist gleich in der Nähe. Okay, ihr wollt beide nach unten. Das ist ideal. So. Und du willst nach links, das habe ich mir schon fast gedacht. Okay, Stage 12. Ich bin also schon wirklich ziemlich weit. Jetzt sind schon drei Raser auf der Straße. Wird halt einfach immer schwerer. Wahrscheinlich wurde es bei dem ersten Spiel auch gewissermaßen schwieriger. Aber auf eine andere Art und Weise oder so. Und das baut sich dann halt immer mehr auf. Okay. Gut. Ist ja schön, dass die manchmal nicht so fahren müssen, fahren wie ich das, wie ich muss. Uiuiuiui, verfolgt mich nicht. Oh, es sind schon wieder drei. Wirklich? Ich glaube, ich verliere Benzin, wenn die mich rammen. Das Spiel ist, glaube ich, zu Ende, wenn ich kein Benzin mehr habe. Okay. Na, das war mir jetzt gerade das Risiko wert. Gut. Benzin geht eh schon bald zur Neige, wenn das weitergeht. Ich habe das Gefühl, ich werde noch ziemlich weit in dem Level kommen. Wow, du bist exakt einen Block weit fahren geworden. Das hättest du wirklich zu Fuß laufen können. Ohne Witz. Nee, Donald will wenigstens einen vernünftigen Weg fahren. Stage 16. Jetzt sind es vier Raser und ein Fahrgast wieder. Ein Block, ey, schon wieder. Mini, was soll das?
Okay. Wow, der hat mich hart verfolgt. Da konnte ich jetzt nicht viel machen. Okay. Ja. Jetzt fühlt sich schon wie Pac-Man an. Mit den vier Geistern. Wir haben jetzt hier vier Raser. Ich muss da oben lang. Lass mich in Ruhe. Er verfolgt mich tatsächlich noch weiter. Verfolgen die mich jetzt tatsächlich? Ist das die neue Schwierigkeitsstufe? Hat es jetzt echt Pac-Man-Qualitäten? Mist. Fühlt sich so ein bisschen so an. Ich glaube, das fühlt sich nicht nur so an. Das ist, glaube ich, so. Ich versuche mich doch zu kriegen. Ohne Witz. Oh Mann. Schnell weg. Er verfolgt mich eindeutig. Also ganz ehrlich, das ist Pac-Man-Qualität hier. Oh mein Gott, ich bin tot. Ja. Die verfolgen mich. Mittlerweile. Kein Zweifel. Alter Schwede. Gleich bin ich Game Over. Ich muss hier anders langfahren. Und ich habe kein Benzin mehr, ja. Stage 19. Die verfolgen einen irgendwann. Okay. Da hatte ich nicht wirklich die Chance, noch was zu machen. Es wird halt irgendwann zu schwer. Okay. Ich habe 3 gemacht. Machen wir beim nächsten Mal wieder 3. Jetzt habe ich erstmal genug. Halt den Schurken auf, drücke, um damit Soral zur entsprechenden Seite zuschlägt. Drücke Viereck und Kreis, damit Mickey das gleiche in seiner Hälfte tut. Okay. Finde den richtigen Rhythmus für deine Attacken. Du musst zuschlagen, sobald die Schurken neben Soral oder Mickey stehen. Ja, schön. Gut. Ich wollte aber eigentlich nicht das nochmal machen. Genau. Okay. Lass mich nicht drücken. Wow. Ich glaube, ich mache an der Stelle jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.